Sub-Anfänger, wenn ihr Anfänger seid beim Stand-Up-Paddling, ist dieses Video für euch. Ich zeige euch Brett, Paddel, Ausrüstung und wie ihr die ersten Schläge auf dem Wasser hinbekommt. Los geht's! Ich bin schon viele Jahre auf dem Sub unterwegs und habe richtig Lust, meine Geheimnisse mit euch zu teilen. Wenn ihr die Informationen, die ich euch gleich gebe, sinnvoll findet, belohnt mich doch gerne mit einem Daumen hoch. Ich würde mich sehr freuen und sage jetzt schon mal vielen Dank. Okay, wenn ihr Sub-Anfänger seid, dann stellt sicher, dass ihr mit dem richtigen Material unterwegs seid. Schaut, dass ihr ein Brett habt, was groß genug für euch ist. Ich benutze dieses 1000 Jahre alte NSP. Kein Plan, wie lang es ist. Es muss auf jeden Fall, müsst ihr den Druck reinpumpen, der hier aufgeschrieben ist. Was ihr auf jeden Fall auch braucht, ist ein Paddel. Das Paddel sollte so lang sein, dass ihr so ein bisschen mit der Hand hochgeht und dann passt es wunderbar. Für einen Anfänger ist sicherlich kein Fehler, eine Leash zu benutzen. Eine Leash sorgt einfach dafür, dass ihr das Brett wieder kriegt, falls ihr mal reinfallen solltet. Hier ist die Leash, die ich benutze, die ist sehr fest offensichtlich. Und die kommt hier dann so um den Fuß. Aus Demonstrationszwecken. Was euer Sub auf jeden Fall auch braucht, ist eine Finne. Ohne Finne fahrt ihr immer im Kreis. Ansonsten natürlich Neoprenanzug, je nach Jahreszeit, und aus speziellen Safety-Gründen, aber eigentlich nur für das Video, habe ich diese Schwimmweste an. Okay, ready, set, go. Ab geht's ins Wasser. Ja, mein Tipp ist auf jeden Fall nicht im Meer anzufangen, weil ihr seht, hier sind Wellen, das sieht jetzt nicht so wild aus. Aber ich sag's euch, wenn ihr da drin steckt, dann geht euch auf jeden Fall schon mal richtig die Pumpe. Okay. Wenn ihr auf dem Wasser seid, dann erstmal kniend hier an der Mittellasche. Das Paddel sollte ein bisschen kürzer sein, aber ich kann das Paddel leider nicht mehr kürzer machen. Das hat sich perfekt auf mich angeglichen. Okay, und wenn ihr dann das erste Mal auf dem Wasser seid, macht euch erstmal vertraut mit der Umgebung. Okay, es ist kein Wind hier. Das Wichtige beim Paddeln ist immer den Paddelknauf komplett umschließen. Hand so ungefähr auf halber Höhe. Und jetzt kann man mal so die ersten Paddelschläge machen. Wichtig ist, dass das Paddelblatt komplett im Wasser versinkt und dann das Paddel nah am Körper entlang ziehen. Okay. Über kurz oder lang wird man dann immer irgendwie so einen Kreis fahren, was bei mir nicht optimal wäre, weil ich ja auf dem Meer bin. Deswegen kann man hergehen und einfach die andere Seite bemühen. Ah, schau mal, da kommt eine kleine Welle. Bei Wellen, nur so als Tipp, immer 90 Grad Winkel und rein. Okay. Cool. Wenn ihr eine Kurve machen wollt, dann Paddel rein und rückwärts und dann wieder Vollgas vorwärts. Falls euch diese Dreherei nervt, könnt ihr auch einen J-Schlag machen. Paddel vorne rein, drehen, 90 Grad, kleiner Kick. Okay, nochmal. Und so stellt ihr sicher, dass ihr Maß geradeaus fahrt. Okay? Und dann, wenn ihr aufstehen wollt, Paddel aufs Brett, auf die Fäuste. Und ich mache es immer so, dass ich mit beiden Füßen aufstehe und das Paddel gleich ins Wasser. Okay, das ist dann wie so ein drittes Bein für euch. Und dann könnt ihr sicher stehen. Wie immer, wenn es ein bisschen unruhiger wird, wie bei dieser Welle hier, könnt ihr das Paddel ins Wasser stecken. Und ansonsten einfach hier eine gute Zeit haben. Aus meiner Sicht ist für Sub-Anfänger das Allerwichtigste, einfach sicher unterwegs zu sein. Stand-Up-Paddling ist für mich eine tolle Möglichkeit, mit wenig Ressourceneinsatz, wenig Geld, wenig Zeit, eine gute Zeit auf dem Wasser zu verbringen. Das Wichtigste ist natürlich immer sicher unterwegs zu sein. Dabei hilft euch die Ausrüstung, also ein anständiges Sub, was euch trägt. Neoprenanzug, Schwimmweste und Paddel. Und dann kann eigentlich gar nicht so viel passieren.
Mein Tipp ist tatsächlich, an einem See anzufangen. Hätte ich für das Video auch gerne gemacht, aber in Ermangelung von See ist es jetzt mehr geworden. Ich denke, der Punkt ist rübergekommen. Okay, ich habe euch die ersten Anfänge für Stand-Up-Paddling gezeigt. Was für Ausrüstung ihr braucht, wie ihr aufs Brett kommt, wie ihr vielleicht die ersten Paddelschläge stehend macht. Wenn euch das Video was gebracht habt, bitte gebt uns einen Daumen hoch, das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch immer sehr viel Spaß am, auf und unter Wasser. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.